Lustige Schule. Hallo. Was ist das? Kennst du's? Das ist ein Bügeleisen zum Bügeln. Und das hier? Eine Kaffeemaschine, ganz richtig. Und was ist das? Ein Toaster. Und alles zusammen sind es Haushaltsgeräte, ganz recht. Also, was könnten wir heute machen? Hast du es erraten? Vielleicht fast. Heute gucken wir bei Emily und Freundin, was sie zu Hause an Haushaltsgeräten haben. Komm mit! Ein Löffel für Mama. Ein Löffel für Papa. Und ein Löffel für Freundin. Machst du prima. Oh, jetzt ist aber was daneben gegangen. Da haben wir ja was angerichtet. Was machen wir denn jetzt? Hallo, ihr Lieben. Was macht ihr? Hallo, Sharon. Ich füttere Emily. Aber du siehst ja, wir haben ein bisschen herumgekleckert. Ja, ich sehe. Aber du bist ja auch ganz schmutzig. Stimmt. Was machen wir denn da? Ich glaube, das müssen wir waschen. Und wie machen wir das? Habt ihr eine Waschmaschine? Ja, hier stand eine, aber die habe ich noch nie benutzt. Ich zeige sie dir eben. Wuff, hier ist sie. Wunderbar. Ich sehe, ihr habt sogar Waschpulver da. Dann können wir loslegen. Um ehrlich zu sein, weiß ich überhaupt nicht, wie man sie bedient. Das ist kein Problem. Ich weiß es. Und ich werde es dir zeigen. Komm, wir ziehen schon mal deinen Anzug aus. So. Das hätten wir. Emily, jetzt du. Ein Arm nach dem anderen. So. Dann geht das jetzt in die Waschmaschine. Wuff, ich mach zu. Jetzt das Pulver. Und jetzt die Temperatur. Welche wählen wir denn da? Wir stellen das auf 30 Grad, damit es nicht einläuft. Einlaufen heißt, wenn die Wäsche plötzlich ganz klein wird. Die Vorbereitungen sind gemacht. Dann geht es jetzt los. Und solange unsere Wäsche gewaschen wird, schauen wir uns zusammen den Zeichentrickfilm an. Viel Spaß! Scoop der Bagger spielt auf dem Spielplatz mit seinem Ball. Schaut mal, wie hoch er ihn werfen kann. Pass auf, wenn der Ball zu weit wegfliegt, findest du ihn vielleicht nicht mehr. Die kleinen Roboter haben sich den Ball geschnappt und machen sich damit aus dem Staub. Ich glaube, Scoop ist sauer. Und da kommt Leo Junior. Hallo, Leo.
Oh. Leo, wo fährst du denn hin? Nach Hause. Leo hat etwas in seinem Ladekasten. Mal sehen, was wir hier haben. Boden. Gestelle. Heizstäbe. Gehäuse. Deckel. Drückhebel. Und Stufenregler. Wisst ihr inzwischen auch, was das ist? Das ist ein Toaster. Damit kann man Brot rösten. Leo, du musst von Lifty Brot holen. Oh, die kleinen Roboter sind immer noch frech. Schnapp sie dir, Scoop. Hallo, Lifty. Kann Leo von dir Brot haben? Leo, weißt du, welches das Brot ist? Richtig. Oh, was macht der Ball denn hier? Den bringen wir Scoop. Scoop, wir haben deinen Ball gefunden. Scoop freut sich. Dankeschön. Leo, Lifty, wollen wir jetzt den Toaster ausprobieren? Wir brauchen 2 dünne Brotscheiben. Die kommen jetzt in den Toaster. Es klingelt an der Tür. Wer das wohl ist? Es ist Scoop. Er hat Marmelade mitgebracht. Erdbeermarmelade. Die Toasts sind fertig. Jetzt noch Marmelade drauf. Lecker. Guten Appetit. Sharon, die Waschmaschine ist fertig. Das trifft sich gut. Und ich habe uns auch schon mal das Bügeleisen mitgebracht. Damit können wir gleich die Wäsche bügeln. Danke, Freundin. Alle sauber. Wuff, können wir sie schon anziehen? Nein,
Warte. Erst müssen wir bügeln. Das machen wir auf einer Schutzdecke. Fangen wir mit deinem Anzug an. Das mache natürlich ich, weil so ein Bügeleisen ziemlich heiß werden kann. Dann ist es gefährlich. Jetzt von der anderen Seite. Prima, das ist fertig. Das darfst du jetzt gerne anziehen, wenn du möchtest. Dankeschön. So, jetzt die Kleidung von Emily. Irgendwie ist das immer noch nicht richtig glatt. Ich glaube, wir müssen die Temperatur höher stellen. Viel besser. Fertig. Das Bügeleisen stelle ich mal weiter weg. Jetzt kann sich niemand mehr verbrennen. Emily, komm her. Jetzt ziehen wir dich wieder an. Uff, Emily, du hast jetzt auch saubere Kleidung. Heute haben wir über so wahnsinnig tolle Geräte erfahren, wie das Bügeleisen und die Waschmaschine. Welche Haushaltsgeräte kennst du? Welche Haushaltsgeräte haben deine Spielzeuge? Schreib mir in den Kommentaren und komm bald wieder zu uns zurück in unsere lustige Schule. Bis bald!